Es wird uns zu bunt. Lichtenberg ist voll. Mit diesen Worten hetzt die Lichtenberger AfD am Prerower Platz heute gegen Geflüchtete. Hier soll das ehemalige City Hotel zu einer Geflüchtetenunterkunft umfunktioniert werden. Die AfD behauptet, dass die Geflüchtetenunterkunft die Sicherheit der Anwohnerinnen gefährden würde und dass Geflüchtete die knappen Arzt-, Kita- und Schulplätze streitig machen würden. Mit ihrer neoliberalen Agenda bietet die AfD der antisozialen Politik aber keine Alternative, sondern würde sie verschärfen. Doch es ist die Ampel, die Rufe nach strengeren Migrationsgesetzen durchsetzt und damit den Nährboden bereitet, auf dem die AfD immer stärker wird und bei den Wahlen am Sonntag in Sachsen und Thüringen stärkste Kraft werden könnte. Dem müssen wir einen selbstorganisierten Antifaschismus entgegensetzen. Ein Antifaschismus, der die Nazis blockiert und bekämpft, die sich schon heute zu Tausenden auf den Straßen versammeln. Der mit politischen Streiks und Massenmobilisierungen die soziale Grundlage bekämpft, auf der die rassistische Ideologie und extrem rechte Politik so stark gemacht werden konnte. Wir dürfen Fragen des Selbstschutzes nicht der Polizei überlassen und für soziale Verbesserungen oder den Kampf gegen Aufrüstung nicht an bürgerliche Parteien oder den Staat appellieren. Stattdessen müssen wir als Arbeiterinnen und Unterdrückte für eine Gesellschaft einstehen, in der jedes Bedürfnis erfüllt werden kann. Dafür müssen Gewerkschaften zu politischen Streiks gegen Militarisierung und soziale Kürzungen, für offene Grenzen, volle soziale und politische Rechte für alle Geflüchteten aufrufen und konsequent gegen jede rechte Ideologie auch in ihren eigenen Reihen kämpfen.